Ich denke mal, ihr wisst alle, warum wir hier sind. Link hat das Schwert gezogen. Und das nicht ohne Grund. Ganondorf lauert in diesen Gemäuern, in diesen einst heiligen Gemäuern. Nun ja, heilig mögen sie immer noch sein, doch verseucht von dem Großmeister des Bösen. Und wir werden ihn daran hindern. Und damit willkommen zurück zu Legends of Twilight Princess. Oh mein Gott, in einem der letzten Parts. Ich bin immer noch baff, Freunde, denn das Let's Play nähert sich dem Ende. Wir sind in der Haupthalle von Schloss Hyrule oder Hyrule, wie man es gerne nennen mag. Und haben hier einen Auftrag zu erledigen. Und der bedeutet einfach nur Zelda zu retten. Und ich zeige euch jetzt hier so ein bisschen, wutz, wie man hier vorankommt. Denn da oben ist noch eine Kiste gespawnt, die wir uns natürlich holen wollen. Jetzt haben wir so eine kleine Abkürzung geschaffen, würde ich fast sagen. Oder, dass wir da einfach hochkommen. Ihr seht, haben wir jetzt einen Kronleuchter hingestüpt. Mit dem wir an den hier kommen und wiederum hier drauf. So, das ist sehr, sehr gut. La 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 la. La. Jetzt müssen wir da irgendwie drauf. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich werde das... So, wir gehen nochmal hier runter. Es ist kein Problem. Ich kenne den Weg ganz easy wieder da hoch. Die ganzen Monster haben wir schon besiegt. Alles gut, meine Freunde. Es ist alles im grünen Bereich noch. Link kennt diese Gemäuer zwar nicht, da er vorher die ganze Zeit in Ordon war. Und da bei den Ziegen gechillt hat und mit denen irgendwas getrieben hat, aber das stört uns ja nicht. Und wir kommen tatsächlich da noch nicht hin. Kommen wir denn irgendwie da hoch? Upsala, das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Tut mir sorry, Link. Kommen wir denn da irgendwie hoch? Da kommen wir hoch. Vielleicht kommen wir dadurch ja auch hier hoch. Das weiß ich aber nicht. Doch, so kommen wir hoch und können die Kiste öffnen. Sehr, sehr gut. Dann habe ich das auch. So. Gib mir die Kiste. Und das ist ein 100er. 200er. Das ist so viel Kohle, die hier rumliegt. Das ist übel. Ich finde das schon fast zu krass. Wozu braucht man das ganze Geld? Gandalf lagert es ja auch überall, ne? Unglaublich, der alte Sack. So. Weiter geht's. Gehen wir nochmal hier hoch und wiederum in den ersten rein. Denn da waren ja noch zwei Gänge, die wir noch nicht erkundet haben. In diesem letzten Schloss. Hyrule Castle. Wir sind jetzt im 73. Part? Ja, im 73. Part. 73, 74, 75. Es könnte tatsächlich klappen, dass wir dieses Let's Play mit 75 Parts beenden. Wenn ich jetzt normal weiterspiele und die Parts normal lang mache. Ich darf mich allerdings auch nicht zu lahmarschig machen. Aber weil es sonst halt wirklich noch länger sein könnte. Aber nein, das heißt nicht, dass ich mich hetzen werde. Ich werde diesen Dungeon genießen. Genauso wie ihr es tun solltet. Also lehnt euch zurück und genießt diesen Twilight Princess Part, meine lieben Freunde. Das ist nämlich wichtig. Und ich tue jetzt einfach mal so, als könnte man meine Videos genießen. Aber das denke ich mal, davon gehe ich aus, sonst würdet ihr mich nicht schauen. Spaß. Also lassen wir hier rausgehen. So, auf der einen Seite waren wir das letzte Mal schon. Da hatten wir ein Rätsel gefunden, dass man die Gemälde an den Wänden abschießen kann. Und hier haben wir jetzt einen roten Teppich. Oh, der rote Teppich. Link ist ja ganz famous, ja. So, und hier haben wir auch Fackeln, die wir sehr, sehr schnell anzünden müssen. Das kann ich euch verraten. Das ist nämlich so eine Art Rätsel. Diese Fledermäuse sind einfach auch sehr, sehr tödlich, wie ihr seht. Und die Fackeln sind zu schnell aus. Ich sollte, glaube ich, erstmal die Fledermäuse töten, bevor ich mich den Fackeln aneigne. Denn das sind die gefährlichen Wesen. Ich weiß gerade nicht, musste man, ob man das irgendwie... Ich glaube, man muss auf jeden Fall mit Rollen arbeiten. Ob man hier aber irgendwie einen anderen Trick hat, weiß ich gerade gar nicht. Dum, 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 dum. Ja, okay, da habe ich schon verkackt. Mach ich einfach normal. Ich versuche es jetzt ganz jetzt mal zu machen mit Rollen. Aber ja, ich glaube, da sind wir. Hä? Jetzt waren das. The fuck? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie lange dauert die Fackel jetzt an? Das sollte ich eigentlich locker easy schaffen.
Fackel geht direkt wieder aus. Okay, das ist ein Rätsel, Freunde. Haben wir vielleicht wieder irgendwas hinter dem Bild? Ich glaube, das soll einfach nur verwirren. Das kann man gar nicht schaffen, alle gleichzeitig anzunehmen. Das wäre auch ein bisschen einfach, nicht wahr? Tatsächlich. Da sehen wir nämlich eine Art Rätsel. Wie wir die Fackeln anzuzünden haben. Okay, wir müssen... Upsala. Nur diese Fackel anzünden? Oder wie jetzt genau? Haben wir noch mehr Gemälde, die wir uns ein bisschen was verraten? Nein, tatsächlich nicht. Aber hier ist auch sau wenig Licht. Wahrscheinlich seht ihr kaum was. Auf YouTube ist das Ganze ja leider Gottes ein bisschen dunkler, aber... Ich glaube, wir müssen dann von hier anfangen. Hier lang. Da lang. Da lang. Und so. Und dann ist es wirklich geschafft. Nice. So ist es richtig. Freut mich, dass das jetzt auch geklärt ist. Und wir können weiter. Rätsel gibt's, Freunde. Die hätten sie mir auch vorher aufgeben können. Und ich bin mit riesigen Wachen, Eisenrittern fertig geworden. Dann werde ich auch mit euch fertig. Exafolds. Oder wie ihr auch immer genannt werden wollt. Leichtigkeit, Mann! Ah, auch wenn ihr verdammt gute Blocker seid, sage ich mal. Ich werde alles versuchen, um euch irgendwie zu töten. Einer von euch hat es schon mal erwischt. Und den Helmspalter kann ich bei euch leider auch nicht anwenden. Aber, ey, lol, komm schon, ich hab geblockt. Betrug! Komm her! Ja, nice, da habe ich im Angriff, wo er versucht hat anzugreifen, ihn angegriffen, aber... Watz, watz, watz! Und das war sein Leben. Der Gegner ist tot. Auch dieser Exafolds. Ich muss sagen, in der Masse sind die sogar stärker als diese Ritter, wie ich finde, weil die sind einfach schneller. Das sind schnellere Truppen, die es auch schaffen, in Massen effektiver zu arbeiten. Denn die Ritter sind Einzelkämpfer, das muss man einfach mal sagen. Die wiederum jetzt aber auch sehr leicht zu töten sind, finde ich, wenn man es kann. Aber hier war ich ja schon. Hier muss ich nicht mehr raus, da hätte ich auch anders raufgekonnt, aber habe ich es ja schon gemacht. Und alle Kisten in der Mittelhalde sind tatsächlich geklärt. Das ist richtig gut, dass es so schnell geht. Freut mich sehr, sehr. Wir haben das sehr, sehr gut geschafft. Naja, Link ist auch sauer, er will Ganondorf treffen. Und es fällt in jedem Part wahrscheinlich jetzt so oft das Wort Ganondorf, aber um diesen Typen geht es eigentlich gerade. Ganondorf, 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 Ganondorf. Es geht nur um diesen einen Kerl, der Prinzessin Zelda da hat. Mit ihr schon alles machen kann, was er möchte. Und Aria Falls. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr mich aufhalten könnt. Aber wir sind gerade in einer ziemlich gefährlichen Lage. Komm her. Ich weiß schon, wie man dich besiegt, Mann. Los, greift mich ruhig an. Sei so dumm wie deine vorherigen Leute. Oder willst du es nicht sein? Doch willst du. Und komm runter. Aufs Maul. Aufs Maul, habe ich gesagt. Warts! Komm her. Oder willst du lieber durch die Drehattacke sterben? Oder durch einen Block? Und dass du dich dann selber unschädlich machst? Oder du willst wieder in die Luft fliegen und dich somit wieder runterholen lassen? Nein, ich hol dir keinen runter. Ich hol dich dann runter. Ah, du blödes Mist, wie gleich so zweideutig denken. Unglaublich. Und wir besitzen immer noch einen Schlüssel, by the way. Bedeutet, das war wichtig, dass wir den Friedhof gefunden haben. Denn ohne den Friedhof wird das hier, glaube ich, nicht so gut weitergehen. Genau, block das einfach easy weg, indem du einfach mal die Hand so komisch drehst. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich, wie seine Frames einfach früher zählen als meine. Das wird der Bastard noch so wüsten. Er kriegt jetzt direkt eine Video-Attacke rein, wenn er landet. Das schwöre ich dem. Das wird ihm so ziehen. Das wird ihm so wehtun. Komm runter. Noch mal. Oder ein einfacher Stich hat mir gereicht bei dir. Das ist mir auch wert. Hauptsache, du bist tot. Du hast keine Chance mehr zurückzukommen. So. Gib mir so Rupees oder so Harz. Okay, so Harz reichen mir schon. Aber ich würde ganz gerne nochmal die Kiste öffnen.
Und gucken, was sich hier drin befindet. Noch ein Schlüssel. Haben wir zwei Schlüssel. Interessant, interessant. Gut, kommen wir ziemlich gut voran. Ich hoffe, dass wir diese auch alle benutzen werden. Und Alter, sind wir echt am Top des Hyrule Castles. Hier werden wir gleich reingehen. Hier brauchen wir auf jeden Fall den ersten Schlüssel. Aber da ist noch etwas. Da will ich natürlich auch noch hin, denn da ist noch meine Truhe. Höchstwahrscheinlich stellt sich hier noch mal ein extra Holz in den Weg, aber... Der Master-Schlüssel ist dort drin. Ah, was rede ich von Extra-Falls und Bogenschützen? Das ist gefährlich. Oh no. Was zum... Was? Wer? Was? Ein... Der Adler! Unsere Freunde sind da! Alle! Ja! Wir schaffen es, Freunde! Zusammen sind wir stärker! Raffler und alle und... Oh! Wunderbar! Alle meine Freunde sind da, um mir zu helfen, um Gandalf zu töten. Das nennt man Kumpels und oh! Der Master Key gehört uns, Freunde. Oh ja. Das siegt über die Welt. Die freundschaftlichen Werte. Es klingt zwar scheiße. Und teilweise ist es auch, denn wir brauchen immer noch unsere Stärke. Jedoch, ihr seht, wie hilfreich diese sein können. Und hier kommen wir nur in die erste Halle, wo wir eben schon gekämpft haben. Aber da waren wir ja schon. Wir werden uns jetzt weiter nach oben begeben. Ganondorf. Großmeister des Bösen. Ist nicht mehr so weit voraus. Denn da betreten wir ihn. Den Turm nach oben. Hier müssen wir ein letztes Mal in die Wolfsgestalt gehen. Und ihr müsst ja auf die Musik achten. Diese Musik stammt nicht einfach aus diesem Spiel. Und ihr seht, die Geister helfen uns. Die alten Geister Hyrules. Sie wollen, dass wir hier heile durchkommen und Gandalf am Ende bereiten. Diese Musik kommt von Ganondorf selber. Er spielt seine Orgel dort oben. Lässt sie ertönen. Und besingt seinen Sieg. Den er noch nicht ergattert hat. Und den er auch nicht haben soll. Wie ihr seht, wären wir den Geistern nicht gefolgt, wären wir heruntergefallen. Und jetzt, Freunde, weiter geht's geradeaus. Achtet auf die Musik. Eine Steigerung ist vorhanden. Die Musik steigert sich immer mehr. Die Epicness ist nicht mehr zu übertreffen. Die letzte Barrikade vor dem Großmeister der Bösen. Ups, sorry, des Bösen. Muss man ein bisschen lustig machen. Ist angekommen. Den Witz wollte ich noch einmal bringen. Am Ende des Spiels. Die Musik. Sie thront von unfassbarer Epischheit oder Epicness, wie man es im Deutschen so gerne sagt. Es ist unglaublich, welche Macht sich hier oben befindet. Doch diese Macht ist nicht nur einseitig. Wir besitzen diese gut genug. Die letzten Handlanger Ganondorfs fallen. Die letzten Barrikaden mögen überwunden werden. Ich muss nur genau schauen, wie ich das mache. Damit wir keinen Schaden erlangen, muss ich richtig vorgehen. So geht das. Ganz schnell sind wir oben. Ein letzter Ritter! Die Musik ist gesteigert bis zum geht nicht mehr. Der goldene Ritter vor Ganondorfs Schloss. Ganondorfs letzter Scherge. Die letzte Barrikade vor dem Großmeister des Bösen.
befindet sich vor unserer Nase. Ein letztes Mal müssen wir uns ihm stellen. Ganondorfs Zorn, doch nicht von ihm selber. Von einem seiner Handlanger. Sein Gesicht erzeigt und er sieht nicht anders aus als die anderen. Nun, Mann gegen Mann, das letzte Mal. Doch auch dies zeugt von unglaublicher Schwäche. Es sind so viele Parts vergangen. Mit Rages, mit epischen Momenten, mit so vielen Dingen. Doch nun geht dieses wunderbare Let's Play endlich, als auch leider, zu Ende. Wir stehen kurz vor dem finalen Kampf. Wir kämpfen noch einmal gegen den letzten Handlanger Ganondorfs. Den wir hier besiegen werden. Dafür stehe ich mit meinem Namen, The Crypticon. Stirb. Er ist tot. Der letzte Handlanger. Und jetzt seht ihr, wofür wir den Schlüssel im Friedhof gefunden haben. Eine letzte verschlossene Tür vor dem Masterschloss. Diese werden wir öffnen. Und uns dem Schatz, der hier drinnen liegt, zu eigen zu machen. Der Schatz vom Schloss Hyrule. Die letzten Gegenstände, die Zelda hier aufbewahrt hat. Und Ganondorf anscheinend konfisziert zu meinen. Aber nein, diese gehören nun uns. Öffne die Truhe, Link. Sammle alles ein, was ursprünglich der Königsfamilie gehört. Alles Geld. Alle Kerne, alle irgendwelche Arten von wertigen Dingen gehören zu uns. Ein 200er Rubin noch einmal. Wir haben genug Platz in unserer Tasche. Das wird alles konfisziert. Die Bombenkäfer ebenfalls. Das ist alles nicht Ganondorfs Eigentum. Der Rubin genauso. Und alle kleinen Kisten. Auch. Die Pfeile brauchen wir, um Ganondorf das Hirn zu spalten. Den grünen Rubin, um Ganondorfs Leiche zu ehren, denn mehr hat er nicht verdient. Die Bomben, um Ganondorfs Körper auseinanderzunehmen. Die Pfeile, um ihn noch einmal zu spalten. Und die Wasserbomben, um ihn, wenn er ertrinkt, nochmals diese Spalten. Oh ja, ihr seht, mein Son of Ganondorf ist sowas von groß. Ich kann es nicht erwarten, ihn entgegenzustehen. Da Hyrule in solch eine Tiefe gezogen hat. Dieser Mann. Er wird sterben. Dafür sorge ich. Und ihr auch. Meine Freunde. Alles ist voll. Alles ist geschafft. Nur noch Ganondorf. Wartet auf uns. Im nächsten Part dürft ihr den Kampf gegen Ganondorf mit mir erleben. Der Part 74 wird er sein, indem wir dieses Spiel beenden. Oder wir brauchen zwei Parts für den Endkampf, wenn Ganondorf stark ist. Dann wird es die 75 sein. Ich kann mir diese Musik nicht lang genug anhören. So episch war es mein ganzes Leben lang nicht mehr. Ich stehe zusammen mit euch vor Ganondorfs Schloss, vor seiner letzten Hürde, vor der Tür. Ich bedanke mich ein letztes Mal fürs Zusehen. Ein letztes Mal, normalerweise. Link schaut mich in die Augen. Ein letztes Mal vor dem endlosen Kampf, vor dem endlichen Kampf gegen den Großmeister des Fürsten. Den Fürsten der Finsternis, des Großmeister der Bösen. Des Bösen. Ich bin schon ganz durcheinander, ich kann schon nicht mehr, Freunde. Den Fürst der Finsternis, Großmeister des Bösen oder einfach nur Ganondorf. Wir sehen uns im nächsten Part. Er wird sterben. Bis dann, meine Lichtkrieger.
Hilft mir, das Masterschwert in sein Herz zu bohren. Bis dann und tschüss.